Ich komme aus dem Crazy Professor und die Neuheit 2023 ist echt toll geworden. Allein schon der Turm da hinten, echt imposant aus. Und dann der Wartebereich, wunderschön, super Soundtrack. Es ist theoretisch nur ein Indoor-Freefall, aber es ist viel mehr. Das sind so tolle Effekte mit Display und macht unheimlich Spaß. Allein deswegen lohnt sich schon hierher zu fahren. Musik und die ganze Triggers in Kombination mit RES. Ja, also das ist jetzt. Wenn man nicht darf. Ja. Okay. Schalte von RES. Und die ganze Steuerungssignale, die kommen, die Triggers, wenn das der Bandstil kommen soll, wenn der Backdrop einsteigt und wenn die ganzen Effekte kommen, dann werden kommuniziert mit den Addern und geht zu unserer Steuerung für die Showsteuerung. Können wir gleich einmal schon ausprobieren. Okay. We'll check after, I will just go up quick, if you let me up, but I don't know if you see. Die Tilts zum Beispiel, wenn man nach vorne schaut, die werden alle von dem Timing und vom Level aus Sensor von Aliens an die blauen Boxen geschickt. Die triggern dann das Signalsystem. Okay. Also so speziell, dass wir die zwei miteinander arbeiten. Die ganzen Levels sind natürlich programmiert von Aliens. Was dann passiert, wird dann aber von der Showsteuerung gesteuert. Okay. Und die müssen miteinander kommunizieren. Und wenn es da manchmal einen Unterbruch gibt, das kann es mal geben, dass kein Signal kommt, dann leidet einfach die Show. Das ist nicht gefährlich, aber dann kommt etwas in der Show nicht.
Okay. Jetzt muss ich ganz kurz was nachschauen. Ja, machen. Starten, Pre-Shot gehen starten, weil keine Leute kommen. Und, ja. dann haben wir ja keinen Trigger mehr. Also das triggert sich alles automatisch. Zweiten Stock werden die, das Drehkreuz funktioniert jetzt leider momentan nicht. Mhm. Der zählt dann 10 Personen. Dann sind im ersten Raum normalerweise. Ersten Raum. Dann kommen wir in den nächsten Stock, dann gehen die Türen auf, dann kommen sie rein, die Türen gehen zu, dann kommt der freie Fall, dann beginnt der Film. Bis der Film fertig ist, können dann die Leute, und das hat dann seinen Zyklus, oh, sorry, das hat dann seinen Zyklus, was auch funktioniert, da haben wir sehr viel Zeit gebraucht, bis wir das hingekriegt haben. Dass wir möglichst viel Durchlauf haben, also Durchsatz haben mit den Gästen, aber dass es nicht langweilig wirkt. Und was wir gemerkt haben, ist, man kann Menschen nicht programmieren, man kann sie nie beurteilen, weil da kommt immer was dazu. Also das wussten wir von Anfang an und wollten es trotzdem probieren. Okay. Da kommen 10 Personen und dann sagt, der Papa ist jetzt der 10. und mein Kind ist hier, dann nimmt natürlich sein Kind mit. Da sind es 11. Dann muss man sie zurückschicken. Da sind aber schon Leute im ersten Raum. Ja, und das ist immer so, wenn man damit umzugehen, wie man, deswegen auch die Kameras. Aber ich sage jetzt auch, der Operator, der Adam hier, der hat sehr viel zu beobachten, nicht nur wie andere Kabel oder nicht nur starten, sondern die Situation, was machen sie, oh, jetzt haben wir zu viel, weil die Technik kann einfach nicht, kann nicht alles. Ja, ja, verstehe. Mhm. Ja, Wahnsinn. Und jetzt zum Beispiel, das haben wir auch danach gemerkt, beim Durchlauf, wenn wir immer Leute haben, dann läuft und das funktioniert, wenn dann niemand mehr kommt, dann haben wir ja keinen Trigger mehr. Also muss er sagen, okay, Tür auf. Filmstart, Tür zu, die nächste Tür auf. Ja, dann muss er quasi ein bisschen das Gefühl haben, damit das Erlebnis auch fein wirkt. Ja. Da können Sie schon stolz sein, auf das sein. Ja, also wir haben da alle zusammen wirklich. Ja. Wir sind auch stolz, wir sind auch froh, dass es jetzt so gut ankommt. Ja. Die Gäste super, haben also das gleich. Sind gleich dreimal hintereinander, dann war es super. Ja, also echt, kann ich nur bestätigen. Das ist genial. Und man sieht ja lauter lachende Gesichter. Genau, das ist das, was am Schluss geht. Wenn man das sieht, dann merkt man, hat sich gelohnt. Richtig. Und dieses Pieksen ist auch ganz toll. Ja, genau, das ist dieser Freefall. Dann schauen wir ganz kurz die Technik hier an, die wir abbrechen. Und dann machen wir schnell mal die Gäste an. Klar. Hier haben wir den Antrieb und Kettenantrieb, ich glaube eine der ältesten, die der RS so gebaut hat. Mhm. Und da haben wir hinten den Haken. Der Haken wird hinten an der Gondel eingehängt und zieht somit in den ganzen Gondel hoch. Mhm. Ganz oben haben wir den Zylinder, sieht man jetzt schlecht. Der drückt gegen den Haken, welches dann die ganze Gondel auslöst, oder? Dann hängt da ein freier Fall runter. Und wird durch die Daumagneten auf die legierte Kupferplatten, die wir hier sehen, gebremst. Wir durften auch zum Glück am Anfang war es ein bisschen ein kurzer freier Fall und wir durften nach Absprache mit dem TÜV einen Meter rausnehmen, sodass der TÜV natürlich noch einen Zusatz, sonst würden wir nicht fahren. Und somit haben wir auch ein bisschen mehr freier Fall. Okay. Ja, also ich weiß nicht, wie war es? Tolle Überraschung, auf einmal geht es runter. Ja, das ist gut, weil wenn der Weg zu wenig ist, dann kommt das Kitzeln ja nicht. Oder? Nein, das war schon überhaupt, super. Lauter Überraschungen und da unten dieses Gebläse. Ja, super. Tolle Ideen also. Ja. Wahnsinn. Ja, wir haben Ideen, das kommt manchmal beim Feierabendbier. Da sagt man auf einmal her, das sollte ich die Bank ziehen und dann RS hat das bewirkt. Ich habe es auch selber überlegt. Ja, aber RS hat das dann gebaut, oder? Okay. Wir haben viele Ideen, aber wir können sie nicht bauen. Genau, wie man sieht, hier zwei Zylinder aneinander, Rückseite, damit wir dann doppelten Hub haben. Ich kann es auch einmal auslösen, dann sieht das von hinten kurz. Okay. Einfach, jetzt wird es zu laut. Macht nichts. Ja. Tolle Technik. Ja, Wahnsinn. Die Gondel wurde dann auch eine Tonne schwerer als original. Deswegen muss ich auch die Bremse auch rausnehmen. Ja, ja.
und dann durch das, dass wir durch Wirbelströme bremsen, und je mehr Gewicht haben, dann haben wir früher Gewicht. Ah, okay. So kam dann jedes auf die Werke, wir nehmen einen linken Bremser raus, sofern das noch okay ist. Ja. Und jetzt haben wir einen schönen Freifahrer. Super. Dankeschön. Thank you, Madame. Thank you. Ja, ich würde same to you, same to you. Wir können sonst gehen. Okay.